So recht spontan geht's nochmal für eine kürzere Aufnahmesession in diesem Raum. Ich weiß nicht, ob ich das halt schaffe. Ich weiß jetzt wieder, was danach kommt. Ich hoffe einfach mal, dass ich da einen Save Point bekomme. Wenn nicht, bin ich sowas von am Arsch. Weil dann muss ich diesen Raum jedes Mal dazu machen. Und der nächste ist nicht zu einfach, sagen wir es mal so. What? Naja, es war ein Fortschritt. Ich bin nicht von dem Stachel gestorben und beziehungsweise nicht darunter gefallen. Komm, mach hinne. Dann muss ich etwas weiter nach vorne. Go, go, go. Nein, nicht weit genug. Aber man hat gesehen, was man da machen muss. Von Stacheln erschlagen werden muss man da machen. Nein, natürlich nicht. Man muss den... Ist das eigentlich... Nein, das ist kein Scheiger. Ups, das war ein bisschen früh. Wie heißen die Teile eigentlich? Ja, sind auf jeden Fall aus Super Mario Bros. 2. Ja, da war ich zu langsam. Man muss hinter ihn kommen, sodass er mit seiner Kanone auf sich selbst schießt. Oh, shit. Oh, shit. Ha! Points for style, Kitty. So. Nein, dann springe ich da nicht gescheit runter. Naja, das lief doch schon mal besser, als ich erwartet hätte. Speicherpunkt. Aber wie man vermutlich sieht, wird Tetris gespielt. Und das wird jetzt anstrengend. Ups. Naja, was, ich bin schneller zu Tetris gekommen, als ich fast erwartet hätte. Und bei Tetris muss man ja, das zeige ich jetzt gleich. Gut. Bei Tetris muss man da oben rechts sieht man so einen Durchgang. Muss man hin. Und da muss man warten, bis sich das Teil aufgebaut hat. Es baut sich natürlich jedes Mal gleich auf. So, Costa. Shit, ich bin tot. Da hätte ich vorher rauf muss, darüber, dann muss ich auf den, mich diesen Turm hochklettern und dann links auf den Vierer drauf. Ja, das kenne ich noch so halbwegs. Wie gesagt, ich spiele es ja nicht blind, das merkt man ja auch. Gut, das kriege ich doch so langsam richtig gut hin. Aber das brauche ich jetzt mal so ein bisschen zum Laden. So, jetzt gehe ich darüber. Jetzt gehe ich hier rüber.
muss ich erstmal ein bisschen warten. Genau, bis der kommt. Ich meine, ich müsste noch etwas warten. Genau, der baut sich da jetzt auf. Der geht jetzt hier links rein. Shit, nicht schnell genug weg. Das war schon gar nicht so schlecht. Ich komme der Sache näher. Mit etwas Glück schaffe ich diese Folge diesen Raum. Ja, den habe ich ja mehr oder weniger schon geschafft. Und Tetris. Damit wäre ich eigentlich ziemlich zufrieden für so einen 15-Minuten-Part. Weil... Shit. Ja, ich muss etwas länger warten, bis der erste kommt. So ein paar Zentimeter dahinter. Gut. Das klappt doch inzwischen recht gut. So, und jetzt das Ganze nochmal. So, warten bis der Vierer hier, also die Stange steht. Schnell raus. Hier hin. Rüber. Und jetzt kann ich erstmal warten. Und warten. Und warten. Und warten. Der geht jetzt hier unten rein und danach muss ich weg. So. Yes, yes, yes! So, erstmal speichern. Ne? Irgendwie... Ja, da ist irgendwie eine Kante. Der Baum ist ja auch dort in schwarz und... Hä? Das macht nicht so viel Sinn. Hui! Strike! Und das waren nur 8 Minuten, 9 Minuten? Da kann ich die Zeit nämlich auch weiter nutzen. So. Jetzt... Oh Gott. Ja, ich hatte schon gehört, dass die Walljump-Mechanik etwas gewöhnungsbedürftig sein soll. Zumindest hat Emiro immer darüber geflucht. Darum, sie ist nicht intuitiv. Man muss von dem Teil weg drücken, wenn man wegspringen will. Und das... Es reicht nicht, einfach nur springen zu drücken. Aber... Ist ein guter Tag bislang. Ich muss mich nur schnell daran gewöhnen, schnell genug nach links zu drücken. Aber man muss auch... Oh, shit. Shit. Rechtzeitig genug springen drücken, sonst entfernt man sich nur von der Wand. So wie da. Das ist also ein bisschen tricky. Aber das ging mal hin. Ja, nach dem Walljump habe ich auch keinen Sprung mehr. Und wie ihr euch sicher denken könnt, und ich mir eigentlich auch ohne das Wissen denken kann, sobald ich auf der anderen Seite bin, darf ich nicht einfach weiterspringen, sondern muss... Shit. Zurück, weil da ein Stachel geflogen kommt, wenn ich da irgendwann mal rüberkomme. Jetzt kommt erst auch danach noch eine... Oh, ich habe ihn sogar überlebt. Frag mich nicht wie. Das ist schon der dritte Screen, den ich heute geschafft habe. Oh Gott. Jetzt beginnt eine Verfolgungsjagd und die Äpfel werden... What? Was ist das? Okay, das war dämlich.
Die Äpfel werden auf mich geschossen. Ah, und sie sind natürlich auch vorher tödlich. Wer jetzt erwartet. Sobald das Stachelfahrzeugvieh sie hinterherfährt. Gott. Ja, ich überlege. Ach, ich probiere noch ein bisschen hier rum. Ich schätze mal, ich mache dann gleich Pause. Ist ja mehr als genug. Passiert. Das ist ein bisschen trickier. Und die werden natürlich immer. Ach, ich springe zu früh den Doppel und. Wieso machst du da gerade keinen Doppel und überhaupt? Da hätte ich stehen bleiben müssen. Naja, wie gesagt, immer auf die eigene Position werden sie geschossen. Deshalb in Bewegung bleiben, aber. So, und es geht natürlich weiter und. Shit. Ja, hätte ich einfach nur springen müssen. Das ist eigentlich schaffbar. So. Wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen tricky, weil die Mechanik nicht besonders angenehm ist. Warten und durch. Laufen, laufen, laufen. Ausweichen. Shit. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das hier in akzeptabler Zeit hinbekomme. Wieder zu früh, ich kann ja hier mal kurz weiterrennen. Dann müssen wir da oben her, unter den Stacheln durch und auf die andere Seite. Und ich glaube, dann ist noch ein Screen, wo man von dem Vieh verfolgt wird. Also ist schon eine recht lange Verfolgungsjagd. Ja, das ist der erste, zweite, dritte, vier Screens. Ohne Save Point. Aber ja. Wäre die Mechanik noch etwas besser, wäre das eigentlich ziemlich einfach. Ich meine, ja. Man sieht es sicher, was ich meine. Es ist nicht vollkommen nur meine Schuld, dass ich da runterfalle. Es gibt auch andere Leute, die sich darüber beschweren. Shit. Was soll das? Das war mein Fehler. So, gut. Shit. Ah, oh, shit. Total abgerutscht. Das kann man mit einem normalen Doppelsprung schaffen, den ersten Sprung da. Dann quält man sich nicht mit. Ja. Dem. Dann quält man sich nicht mit dem Walljump ab. Aber wie man sieht, auch ein normaler Doppelsprung kann durchaus zur Qual werden. Ups, ja, das war blöd. Was macht diese fröhliche Musik wieder in diesem Spiel? Ach Gott, dann sterbe ich an so einem lächerlichen Stachel. Oder an so einem lächerlichen Stachel. Wow, das war knapp, da bin ich abgerutscht. Scheiße. Ich muss mir angewöhnen, auf jeden Fall erst so einen Moment an der Wand zu halten. Gut. Ach,
Scheiße. Aber nicht zu viel Zeit, da man ja auch rutscht. Dieses Spiel verzeiht echt gar nichts. Oh Gott. Nicht mal, dass man in Äpfel springt. Dann krieg ich sowas hin. Shit! Das war gar nicht schlecht. Also, 3 Versuche noch, dann ist der Part zu Ende. Sonst wird es wieder zu lang und unnötig. Shit. Weil das Ganze kann noch 30 Sekunden dauern. Ich habe so das Gefühl, dass ich es fast jeden Moment schaffen könnte. Aber es kann nur noch 10 Minuten dauern, weil... ja. Danach kommt außerdem noch ein Raum. Oh shit. Oh shit. Okay, und letzter Versuch für diese Aufnahme. Gut, ich denke mal, man hat ist etwas passiert, dann sieht man sich beim nächsten Mal. Macht's gut.